So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Ich hoffe, die Sendung übersteht meine Maus noch, denn das ist der Grund, wieso hier manchmal das Bild in meinen Augen eingefroren ist, aber das liegt an der Maus, eine neue ist bestellt, aber das kann hier immer wieder vorkommen, dass die Maus, der Mauszeiger sich einfach nicht bewegt und deshalb muss ich sie ab und zu mal ein- und ausstecken, dann funktioniert es wieder. So, kommen wir zunächst einmal zum DAX. Der ist jetzt etwa nicht ganz so spannend. Er hat gestern ja hier die wichtige Marke zwar rausgenommen, keinen Kaufdruck aufbauen können und liegt aktuell jetzt hier im Stundenchart an der Unterkante des Rainbows. Wenn er jetzt sich hier bullisch abstoßen kann, dann kann hier noch ein Kursziel eben von 10.685 oder auch ein Stück höher erreicht werden. Sonst wirklich Neuigkeiten, gibt jetzt hier der DAX jetzt nicht groß her. Das ursprüngliche, wo ich hier vor zwei Wochen, oder nicht ganz zwei Wochen, vor anderthalb Wochen präsentiert habe, eben hier einen Anlauf an den harten Widerstandszone oder an die wirklich markante Kaufzone, da ist er jeweils noch nicht angelangt und man muss eben schauen, was dann so dazwischen passieren könnte, und wenn nichts ganz so Spannendes ist, kann man einfach auch dem Markt fernbleiben. Es gibt ja Gott sei Dank andere Möglichkeiten. Nur noch ganz kurz zu den anderen Indizes. Hier wurde ja eine Wegstrecke komplett abgearbeitet. Jetzt ist sie für mich irgendwie neutral. Ja, natürlich die ganze Aufwärtsbewegung hier auch kann sich noch eben noch mal fortsetzen. Also diese hier. Aber die Chance oder die Wahrscheinlichkeit ist auch 50-50, dass es hier noch mal mindestens ein neues Tief gibt. Beim S-DAX, ja, sehe ich das immer noch hier so, dass es hier eher, oder hier ist einfach die Abwärtsrichtung oder die ein zweites Korrekturstandbein ist hier in meinen Augen wahrscheinlicher als ein direkter Anstieg eben auf neue Hochs. Das wäre es jetzt erstmal zu dem DAX. Das sind nochmal die gleichen. Das ist jetzt hier ja noch nicht ganz frustrierend. Hier gab es keinen Verkaufsdruck im Euro gegenüber japanischen Yen. Dann bleibt aber unterhalb hier. Und somit, ja, zuerst nahm die Volatilität zu und jetzt ebbt sie eben wieder komplett ab. Also mehr kann ich zu diesem Chart dann auch nicht sagen. Zum Brent und zum WTI gab es ja hier den Ausbruch nach oben. Knapp damals beim WTI den Einstieg verpasst. Das Limit wurde, wer es noch drin hatte, ist ausgeführt worden. Hier gab es jetzt in der Nacht auch nichts Neues. Da kann hier ebenfalls noch die Unterstützungszone angelaufen werden oder eben auch nach ganz direkt hier nach oben gehen. Also ist jetzt hier auch etwas vage, aber im Endeffekt hält dieses Level, dürften wir ein neues Verlaufshoch demnächst, die nächsten ein, zwei Wochen sehen. WTI ist hier, wenn ich das jetzt hier wegnehme, ja, hier genau das Kauflimit getroffen worden. Und auch hier gab es jetzt nichts in der Nacht, keine größeren Bewegungen. Jetzt kommen wir zum dem spannendsten Thema. Da hatte ich auch vorher jetzt hier schon auch einen anderen Wert, den ich jetzt aber nur auf Godmore Trader eben vorgestellt habe. Da war vor, wann war es denn? Am 18.08. ja, diese Ausgangslage, da konnte man noch nicht wirklich sagen, ob das jetzt hier direkt nach oben geht oder eben diese Wegstrecke nach unten macht. Aber trotzdem ist es jetzt ein mustergültiges Beispiel, anhand, wie man es auch hier sieht, dank der Funktion beim
Auf der GodmoTrader-Seite gibt es ja einen statischen Chart, der anzeigt zum Zeitpunkt der Analyse und dann natürlich den Live-Chart und wie dann sich das jetzt hier gestern aufgelöst hat. Wie gesagt, das war dann mustergültig, genau das Kursziel dann innerhalb von 1, 2, 3 Tagen erreicht, nachdem es hier das Verkaufssignal generiert worden ist. Sonst gab es eben hier die Silver Wheaton. Wie gesagt, das weiß ich nicht hundertprozentig, jedenfalls auf dem Godmode war das eben auch vorgestellt, lief gestern auch in den Kaufbereich rein. Und die Newmont Mining, das weiß ich definitiv, wurde hier ja, eine Woche lang begleitet, immer wieder nach dem Verkaufssignal gesucht. Das war dann direkt hier die 43 Euro, nachdem es eben hier nicht auf Schlusskursbasis, habe ich dann dieses Limit direkt hingezogen und diesmal nicht den IMA 50 genommen auch, sondern direkt hier unten und da lief es auch komplett rein. Das muss man jetzt im Hinterkopf haben, dass womöglich echt die Aktien auch ein wichtiges Level haben, also gerade die Silberaktien oder auch die Goldaktien, denn der Silberpreis hat gestern hier die exakt oder heute früh die 18,50 erreicht. Ich gehe aber davon aus, aber dieses Unterschießen ist eigentlich hauptsächlich daraus geschuldet, weil eben Gold eben hier ein Verkaufssignal auch generiert hat, das sich aber jetzt nicht durchsetzt. Also sollte ich womöglich im Gold vielleicht falsch liegen, wird man hier im Silber nicht eingestoppt mehr. Das ist jetzt hier ja, ein bisschen die prekäre Lage. Den Stopp hochziehen, also ich warte einfach den Tag heute noch ab. Vielleicht gibt es noch Schwäche eben bis zum Freitag. Allerdings, wie eben ich das auf den anderen Bildern jetzt gezeigt habe, kann eben auch die Aktien direkt wieder nach oben durchstarten und werden wahrscheinlich auch. Aber eine zweite Korrekturbewegung ist auch dort drin. Also man kann dann vielleicht später nochmal auf dem Level eben auch im Silberpreis zum Zuge kommen. Australischer Dollar, kanadischer Dollar ist nochmals eins, also erstmal hier abgeprallt, dann hier und nochmals am EMA 200. Ja, ist wirklich ja, auch fast lehrbuchreich. Und dieses Setup ging dann jetzt hier auch komplett auf. Auch wenn es ein Stück eben länger gedauert hat, aber wie man hier sieht, Ausbruch war hier, ging minimal nochmal zurück. Das war einfach ein bullischer Pullback dann. Und dann ist es ja, ja, ist man ja sozusagen nie ins Minus mehr gekommen. Ein kleines, ja, Wort noch zum S&P 500 Index. Das war gestern ja auch Thema in der Abendsendung. Das Hoch konnte er nicht rausnehmen, wäre ein spekulativer Short schon direkt möglich gewesen. Dieses Signal. So, jetzt ist die Maus wieder eingefroren. Das Trendsignal wurde eben nicht generiert hier. Sieht man auch fast punktgenau abgedreht, aktuell leicht im Minus. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt doch noch aus oder halt überhaupt ausgeführt wird, ist natürlich da. Allerdings ist natürlich dann sehr schwierig, den Stopp dann zu legen. Maximal darf man natürlich hier einen 11-Punkte-Stopp nehmen. Das wäre dann eben auch maximal hier an der Oberkante. Außer man geht dann eh von weitaus tieferen Kursen aus, dann wäre auch ein Stopp weiter oben legitim. Also gibt es hier noch genau es zu beobachten, was der S&P 500 Index macht. Und sonst ist natürlich die Situation im Silber und Gold sehr spannend. Danke fürs Zuhören. Bis später dann.